Die Bremen ist eines der größten Passagierschiffe, die zwischen Europa und den Vereinigten Staaten, zwischen Bremerhaven und New York hin und her pendeln. 7 Tage auf See, 2 Tage im Hafen, das ist der Rhythmus dieses Schiffes. Ein knapper Terminkalender, denn 2 Tage im Hafen genügen kaum, um das Schiff für die Ausreise zu rüsten. Ein Schiff wird gewartet wie ein Auto oder jedes andere Verkehrsmittel. Hat es eine bestimmte Fahrstrecke hinter sich gebracht, müssen Teile überprüft, repariert oder ausgewechselt werden. Treibstoff muss an Bord. 400 Tonnen Dieselöl verbrauchen die Maschinen in 24 Stunden. Ein Taxi in der Stadt könnte damit 12 Jahre fahren, ohne anzuhalten. Proviant wird geladen. Für Fahrgäste und Mannschaften, Verpflegung für Hin- und Rückfahrt. Die verderblichen Lebensmittel werden in Kühlräumen gelagert. 20 davon gibt es an Bord dieses Schiffes. Verschiedene Nahrungs- und Genussmittel müssen an Bord. 145.000 Kilogramm, genug, um eine Stadt mit 25.000 Einwohnern einen Tag lang zu verpflegen. Die Stewards überprüfen den Zustand der Kabinen. Fahrgastschiffe nehmen auch Post an Bord. Solche Güter werden auf den untersten der 12 Decks verstaut, tief im Bauch des Schiffes. Die Sirene ruft zum Appell an Deck. 544 Besatzungsmitglieder sorgen für den Betrieb des Schiffes und für das Wohl seiner Passagiere. Auf 4 Fahrgäste kommen 3 Mann Besatzung. Und jeder muss über die Sicherheitseinrichtungen Bescheid wissen. Haben Sie einen Bootsschein? Hab ich. Gut. Wie macht man sich bei Nacht im Rettungsboot bemerkbar? Bei Nacht? Leuchtkugeln abschießen. Mit der Leuchtpistole. Haben Sie solche Dinge schon mal gesehen? Ja, habe ich gesehen. Und bei Tack muss man dann Rauchsignal nehmen. Gut. Rettungsboote und Schwimmwesten dienen der Sicherheit der Passagiere. Dazu kommen Radar, automatische Ruderanlage und 4 Radiosender. Alles ist überprüft und bereit. Die Passagiere können kommen. Im Bahnhof am Meer kommen sie an, mit der Eisenbahn aus zahlreichen Städten des europäischen Kontinents. Viele sind müde von langer Fahrt, manche aufgeregt. Alle aber voller Erwartung auf den wichtigsten Teil ihrer Reise, die Fahrt über den Atlantik. Die Columbus-Kaje in Bremerhaven ist eine der größten Einschiffungsanlagen der Welt. Ich habe mich an der Frage.
Schiffskarten, Impfbescheinigungen und Pässe werden kontrolliert. So, das ist die Bordkarte. Die geben Sie dann an der Gangway ab. Sind alle Formalitäten erledigt, dürfen die Passagiere an Bord. Eine überdachte Brücke führt vom Aufenthaltsraum auf das Deck des Schiffes. Mit den Fahrgästen kommen bestimmt noch doppelt so viele Angehörige und Freunde an Bord. Und allerhand gewichtiges Gepäck. Es ist nicht billig, sein Auto über den Atlantik mitzunehmen. Das kostet etwa genauso viel wie eine Schiffskarte in der Touristenklasse. Handgepäck dagegen ist im Fahrpreis inbegriffen. Der Abfahrt rückt näher. Schlepper, die das Schiff ins freie Fahrwasser ziehen sollen, liegen bereit. Der Kapitän auf der Brücke gibt das Signal, Besucher von Bord. Alle Besucher werden gebeten, das Schiff zu verlassen. Die Verbindung zum Land wird gelöst. Schlepper Castor und Witter zum Bug. Schwierige Manöver beginnen. Schiffe wie die Bremen mit ihren 32.000 Bruttoregistertonnen dürfen im Hafen nicht mit eigener Kraft manövrieren. Eckpause los. Thank you.
richtig. Lydia! Nun ist das Schiff auf sich selbst angewiesen. Der Alltag auf See beginnt. Nur ein kleiner Teil der Besatzung übt noch den Beruf des Seefahrers aus. Die Offiziere auf der Brücke und die Mannschaften am Deck. Die anderen, die 70 Mann in der Küche und die 300 Männer und Frauen des Bedienungspersonals, merken kaum noch etwas davon, dass sie ihre Arbeit irgendwo auf dem Ozean verrichten und nicht in einem Hotel an Land. Und die Passagiere? Sie können, brauchen sie die Restaurants, die Aufenthaltsräume, die Ladenstraße und das Kino nie zu verlassen. Aber sie können auch Sonne, Wind und die Weite des Meeres genießen. Ein Schiff von dieser Größe bietet beide Möglichkeiten, denn es ist mehr als nur ein Transportmittel. Es ist ein schwimmendes Hotel auf dem Wege zwischen Europa und Amerika.